Hallo, Boys und Grills, na? Was geht ab in eurem Live? Wir sind hier in einer geilen Höhle und suchen nach lieblichen Artefakten, die unser aller Leben bereichern werden. Und ja, wir haben uns im letzten Part heldenhaft an Ogern vorbeigeprügelt. Also war ganz schön episch. Oi, Leute, oi, 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 war das krass. Und ja, jetzt sind wir hier. Das kommt mir irgendwie vertraut vor. Kann ja sein, dass die Fuck-Höhlen alle gleich aussehen. Ach. Schauen wir mal. Lebt das Vieh? Nein, es ist tot! Das heißt, wir waren hier schon mal? Hä, aber... Die Ogre sind neu! Aber wir waren hier echt schon mal? Hab ich denn das Artefakt bekommen? Eieiei. Okay, Leute, anscheinend waren wir hier schon mal. Das ist ja eine spannende Geschichte. Oder? Aber. Aber habe ich hier das Artefakt auch rausgeholt oder habe ich es nicht gefunden? Ich bin mir nämlich sehr unsicher. Ob ich überhaupt hier mal. Warte mal. Als ob ich hier schon war! Die Truhe ist leer. Ich war hier schon mal. Na gut, ich werde ja nicht rausgegangen sein, um das Artefakt mitzunehmen, oder? Lass mich nur noch mal hier kurz checken, um mich erinnern. Um mich zu erinnern, ja. Kartenleser-Ding? Hey, hier kam ich doch gar nicht weiter, oder? Oh, ich habe die Wüste des Königs nicht mehr, aber ich glaube, ich brauche hier eh einen neuen. Ja, ich kam hier nicht weiter und bin gegangen, glaube ich. Ja, okay, Alter, gucken wir uns halt hier ein bisschen um. Ist ja definitiv nicht verkehrt und überhaupt nicht bedrohlich, wie sich das anhört. Oder habe ich hier das Artefakt schon bekommen? Aber ich hätte die Dinger aufmachen müssen, um an das Artefakt zu kommen, glaube ich. Deshalb, hey, gucken wir uns doch um. Gehen wir da hoch. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee. Oh mein Gott, die Levitationszauber sind echt scheiße. Okay, gehen wir mal hier hoch, vielleicht. Und da hoch. Vielleicht. Nein, okay. Es hat gerade ganz knapp nicht gereicht. Vielleicht, wenn ich mich hier ganz in die Ecke stelle oder so. Vielleicht geht das jetzt, ja. Nein! Ich bin hängen geblieben. Das ist wie real life. Oh, ich kotze gleich. Wann haben wir es jetzt gespeichert? Vor ein paar Minuten. Komm. Ich möchte jetzt nicht so viele Levitationsspruche verschwenden. Das würde mich schon ganz schön triggern, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Ach, guck mal, hier. Perfekt. Dann schauen wir mal. So, geht doch. Ja, hier war ich, das weiß ich. Ja, hier war ich in meiner Hütte. Aber hier war auch nichts Besonderes, oder? Oh. Wir wollen das wieder schließen. Damit die Falle deaktiviert ist hier. Und dann lunzen wir mal weiter. Sonst ist hier gar nichts, Alter. Hier war ich ja schon mal überall. Den habe ich auch gecheckt, ne? Ich gehe jetzt hier nochmal sicher, weil ich mir unglaublich unsicher bin, ob ich hier schon was geholt habe oder nicht. Aber als ob ich die Sarkophage nicht untersucht habe. Eieiei, nach diesen Rüstungsteilen zu suchen, erweist sich als schwerer, als es sein sollte. Ja, ich erinnere mich, hier haben wir uns gebattelt. Das war ziemlich eklig und krass. Das war ganz schön heavy. Oh, draußen ist irgendwer am Knechten, ich hoffe, ihr hört das nicht. Hier komme ich aber nicht rein, ne? Nee. Das kann ich vergessen, Alter. Hier sind halt noch voll viel verschlossene Türen und...
Das verwirrt meine arme Seele, ja. Hier war auch nix. Nee. Hier sind halt überall Fackeln. Wieso sind hier überall Fackeln? Also vielleicht einfach so, aber die wirken auf mich ziemlich deplatziert. Und vielleicht braucht man die für irgendein Rätsel? Wie holen wir eine Fackel raus, ja? Ich meine, hey, warum nicht? Wie oft holt man denn schon eine Fackel raus in diesem Spiel, hey? Ist die nicht bezaubernd? Vielleicht bringt uns das ja irgendetwas. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, oder wirf weg. Ist okay, Jeff. Ist okay. Also, ha, Fackel. Brauche ich nicht. Kann ich hier dran ziehen? Hey, ja, das kann ich. Ich nehme an, jetzt ist die Falle hier deaktiviert. Aber die Tür ist dabei nicht aufgegangen, oder? Das wäre richtig salty krass. Naja. Leider nicht. Ja, okay, dann gucken wir mal. Ah, die ist echt aktiviert, sehr schön. Damit. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Das war nur Rauch. Hier unten waren nur ein paar Monster. Nichts Besonderes hier. Aber vielleicht sollte ich mich um die Fuck-Monster mal kümmern. Hui! Ah! Oh, hi! Oh, yeah. I just came to say hello! Ah. Hey, sei brav, okay? Oh mein Gott! Ich bin echt gut darin geworden. Hoch? Niedrig Holzschildring? Wieso habe ich das auf einmal bekommen? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Oh, es ist kein Antimagie-Kristall. Was ist denn hier sonst so? Ich meine, da war noch ein Weg, aber ich glaube, der führt mich einfach nur wieder zurück. Hier ist noch ein Weg. Schauen wir da mal rein. Anscheinend ist hier eine brüchige Wand. Und eine Hacke, hey, nett. Dieser Stein sieht brüchig aus. Digga, als ob ich hier noch nie war in meinem Leben. Ja! Hi! Oh, die kommen gar nicht raus. Oh, doch, tun sie. Elite-Krieger, scheiße. Okay, die könnten gefährlich werden. Oh, shit. Hey, Herr Hexen! Nehmt die! Oh, shit. Nehmt dies! Wieso ist meine Magie so scheiße? Okay. Anscheinend ist es Wasser, wo wir hier Magie drin sind. Wirkt hier. Oh, Magie wirkt hier nicht? Auf einmal? Leck mich doch. Okay, dann müssen wir zur alten Methode greifen. Oh, ja. Als ob die unbesiegbar sind. Oh, ja. Oh Gott. Okay. Eventuell. Oh Scheiße. Hey Freunde. Na? Okay, Plan 935. Wir rennen weg, zücken dann den Feuerball und dann rasieren wir die Knechte. Das klingt nach einem guten Plan, finde ich. So, jetzt sind wir nicht im Wasser und bam. Alter, da ist allgemein meine Magie gestört. Kann das? Auch wenn ich nicht richtig im Bereich bin. Ah. Hi, Molochs, was war... Oh, scheiße. Wir können ja springen, das sieht unglaublich scheiße aus, by the way. Guck mal auf den anderen. Obwohl, das ging. Das ging. So. Ah. Hey, du Schuft. Wieso springe ich? Nimm dies. Koste von meinem Feuer. Und meine Axt und Shit. Und ich sollte mich lieber heilen. Hey. Ja, schlucken wir mal den hier. Hey, lecker. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. Yeah! Nein, nicht viel weniger. Kun. Okay. Ganz schön spaßig. Gehen wir weiter. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Oh. War ich hier schon mal? Schätzele, ich glaube nicht. Gucken wir mal. Wow.
Ja, das war ein bisschen unerwartet. Wir wurden einfach zusammengematscht, ist okay, Alter. Einfach ein Jeff-Pfannkuchen. Oh Gott. Sorry, Leute, ich habe irgendwie wenig geschlafen in meinem Leben. Ich dachte mir so, ey, Schlaf ist für Noobs. Ich bin zu krass. Deshalb denke ich nur an Adidas. Hey. Kann direkt Produktplatzierung rauskommen. Sehr gut. Oh, ich wollte es speichern, okay. Wenn das nach oben geht, kann ich dann vielleicht da lang? Oh, es geht gar nicht hoch, wenn ich in der Nähe bin, ne? Scheiße, Alter. Okay, mal sehen, was wir mit unseren Telekinese-Spruch alles reißen können. Ach so, da ist ein Hebel, lol. Okay, gib ihn. Den habe ich nicht gesehen. Dort ist noch eine geile Aschebestie. Kann ich ja mal eben verbrennen. Lol, versteht ihr mal, Aschebestie. Alter, in sein Anus und in sein Kopf. Oder war das auch der Anus? Ich kann die gar nicht unterscheiden bei den vier. Okay. Gucken wir mal weiter. Da sind noch ein paar Müllochs. Oh, fuck. Okay, eventuell sollte ich gehen. Scheiße, wie kommt der Mann her? Hey. Ich finde, wir sollen uns auf eine entspannte Partnerschaft einigen, wo keiner den anderen auffressen möchte. Wäre das vielleicht auch in deinem Interesse, meine liebliche kleine Aschebestie? Du Moloch! Oh, das geht besser als gedacht. Entschuldigung, Leute, ich muss noch etwas sehr Wichtiges machen. Gehen wir. So, das lief unerwartet gut tatsächlich. Okay, ich dachte, das Vieh würde uns zerreißen. Eventuell hätte ich auch mit der Axt kämpfen können, aber Leute. Wegrennen und Feuerbälle schießen ist viel heroischer. Oh. Wie unerwartet. Yeah. Stück Scheiße. So, nehmen wir uns die Sachen mal mit. Aber sonst ist hier einfach gar nichts. Immer diese komischen Gräber. Wo da nichts ist am Ende des Tages. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als hier rüber zu levitieren. Und mein Gott, bin ich froh darüber, Levitationsspruchrollen gekauft zu haben. Hm. Aschebestien hier als, hey, ist ja süß. Wir ziehen mal hier dran oder drücken den Hebel, das geht auch, hey. Sind wir jetzt? Hey, wir sind wieder hier. Welch liebliche Ereignisse haben uns denn hier hingeführt? Das bedeutet doch, dass wir dort sicherlich die Büsten finden, die wir brauchen. Badabababam. Hoffentlich. Ich meine, wer weiß. Hey, du Moloch! Mach auf! Ist hier irgendwie ein Schalter oder so? Nee. Ah, guck mal, die Büste da drüben. Kann ich wieder mit Telekinese hier irgendwas reißen? Nein, das sieht nicht so aus. Das sieht überhaupt nicht so aus. Kann ich ihn abballern schon mal? Ah, das kann ich. Das machen wir. Und los! Geschafft! Der lebt ja immer noch. Das war mal ein Elite-Krieger. Ekliger Moloch. Okay. Schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir ein süßes kleines Etwas namens Schnabeltier. Und jetzt alle! Okay, vielleicht ist das ja wieder so ein, hey, bewegt den Hebel und dann passiert was Schlechtes und was Gutes Ding. Deshalb mache ich das Ding mal zu. Und schau mal, was wir, ob die Scheiße da jetzt offen ist. Nein, die Antwort ist nein. Wie kriege ich das auf? Wann das etwas, was ich brauche? Vielleicht kann ich mich wieder irgendwo mit dieser Nautilus-Spruchrolle hinhacken. Wir gucken uns das mal an. Ist hier irgendwo ein kleines Loch? Und da nicht rein. Ah! Wow! Okay. Es wird Zeit für eine Transformation Sondergleichens.
Warte mal, waren da zwei Wege? Nee. Ach so, er ist doch schon tot. Oh, so ein Noob. Haha. Jeff 1, Exen Pimmler 0. Würde ich sagen. Oh, Ring des Axtkämpfers, lecker. Mein Mana ist mir heute aber ein bisschen lieber, oder? Was würden wir denn lernen für den Skill? Kontemporan könnte deine Gegner verletzen, ja, das ist ein bisschen leiden. Machen wir einen Abgang. So, dann habe ich hier auf jeden Fall eine Wüste schon mal mitgenommen. Und die nächste wird doch sicherlich dort noch auf dem Weg sein, den ich noch nicht gegangen bin, da oben lang irgendwo. Wir gucken uns das mal an. Professor Klojunge analysiert digital die Hinweise, die uns gegeben sind. Ja, ich muss zugeben, das ist eine schwere Aufgabe, aber durchaus machbar. Boah. Boah, ist mir kurz schlecht. Krass, Alter. So, schauen wir mal weiter. Leute, ein großer Tipp, wenn ihr was aufnehmt, trinkt keine milchhaltigen Sachen davor. Denn sonst fühlt es sich an, als würdet ihr reden und eure Galle sich so schnell bewegen, dass euer Körper bald explodiert und ihr Äonen von Litern weißes Zeug kotzt. Aber ist nur ein Tipp. Schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Mensch. Pilze ist schon immer gut, ey. Ah, wir sind hier. Okay, okay, okay. Ich weiß genau, wo wir sind. Okay, 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 okay. Ich weiß, du kannst gewinnen. Ich sehe es an deinem Blick. Du bist hellwach. Immer weiter. Du kannst nicht scheitern. Ich finde es übrigens sehr schade. Warte mal, wir sind wieder hier, oder? Oh, how could this happen to me? Ich finde es übrigens immer noch sehr schade, dass wir die Runenmagie nicht lernen durften. Ich glaube, man muss absichtlich zu dem Kloster gehen und nicht gefangen genommen werden tun und dann kann man auch richtiger Wizard werden. Naja. Alter, ich mach mal das Fenster zu. Waren wir da schon mal? Hey, nein, das Ding ist doch zu, oder? Oh! So, ich habe mal das Fenster geschlossen. Jetzt sollten wir nicht mehr getriggert werden von irgendwelchen Leuten, die ihre Arbeit draußen machen. Ey, happe. Widerlich. Bah. Oh, ey, eine Mana-Wurzel, lecker. War ich hier schon mal? Oh, ja, war ich. Okay. Dort ist voller Geheimnisse, würde ich sagen. Voller Geheimnisse. Okay, jetzt haben wir eine Wüste, aber was soll das Ganze dann? Ey? Ah, wir sind jetzt wieder hier, ha? Huh? Ah, ist ja spannend. Nee, ich würde den Spielstand nochmal laden. Ich möchte meine Nautilus-Verwandlung nicht verschwenden, deshalb, wir haben nicht viele davon. Oh Gott. Es ist, glaube ich, nicht gedacht, dass wir uns einfach hochhacken mit unserem Levitas-Spruch. Na gut. Wenn hier nichts weiter ist, dann schauen wir mal, was bei dem anderen Weg war. Ah, ich meine, der hat mich einfach nur zurückgeführt zu meinem Scheiß da. Oder habe ich hier schon mal eine Büste gefunden und jetzt habe ich zwei? Wir können das ja mal drehen, ey. Oder einfach mal gucken. Büste, einmal habe ich im Priester gehabt im Osten der Vulkangrotte gefunden. Ja, das wird es sein, ne? Okay, cool, dann haben wir zwei davon. Was macht dieser Hebel denn hier? Oh. Ja, Leute, ich muss den Sound machen, das ist wichtig. So ganz ernst. So. Okay, gehen wir. Bam, 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 bam. Das heißt, ich kann hier schon mal lang gehen, dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein Artefakt. Oder ein Rüstungsteil, ist ja irgendwie beides richtig hier. Das ist schon mal ganz praktisch. Schauen wir mal. Büste, oh, vielen Dank. Butterf. Ich hier auch. Danke, ja. Butterf. Oh, shit, boys.
Was haben wir denn da? Ah! Ein Elite-Krieger! Oh, der Elite-Krieger, der läuft doch nicht so mit seinem schwarzen Echsenschwert. Sticht er drauf. Los, ey! Ich weiß, heute bin ich sehr in einer musikalischen Laune und es tut mir ein bisschen leid. Ah, nur ein bisschen. Geschafft! Ein Mist viel weniger, würde ich sagen. Kein Feuerball, Junge! Alter, das sind die heiligen Hosen! Weißt du, die Scheiße, wie ich hier bin, Leute? Die heiligen Hosen, Alter. Oh, fick dich. Moloch. Oh nein, das ist der Schild des Titanenlords. Geil, uns fehlt nur noch ein Rüstungsteil. Das Schild ist genauso gut wie unser Ruhenschild. Nein, ist er nicht. Ich bin einfach doof. Okay, cool. Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Oh, als ob ich den Schild nicht jetzt schon tragen könnte. Ja, okay. Jeff nur so. Ja, nee, das ist dann nicht komplett. Das finde ich nicht okay, ja. Na gut, zeig mir mal die Karte. Wir wollen hier erstmal raus. Magische Wizardkraft. Schenke mir Kraft und führe mich aus dem Weg der Verzweiflung, ey. Hui. Okay. Lass mich mal lunzen. In der Mitte war ich. Glaube ich. Fuck. Aber hier oben links habe ich doch alles, oder? Oder nicht? Ich bin so entschlüssig, Leute. Eieiei. Ich würde mich vielleicht noch am besten genauer umgucken. Oder doch noch in die Mitte gehen und schauen, ob ich da wirklich war. Ach, fuck man. Okay. Teleportieren wir uns doch zum Ebenentempel, ne? Ja, das ist der Schritt, für den ich hier bin. Mensch, was für ein ausgezeichneter Tag. Ja, guck mal, wir haben hier sogar einen beschissenen Teleport, als ob ich hier nicht schon war. Aber wir können ja mal kurz gucken, ob wir da noch eine so molochartiges Barrierendings hier finden. Oder ob ich mich überhaupt an irgendwas erinnere, was hier passiert ist. Wir schauen mal. Ja, okay. Ich meine, das Ding ist deaktiviert. Oh Gott sei Dank, Alter. Hier war eine Aschebeste, glaube ich. Aber jetzt ist wieder die Frage, habe ich die Scheiße geholt oder wurde ich gereckt? Aber ich glaube, die Scheiße habe ich geholt. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal weiter. Gucken uns um. Ja. Ja. Hier war das Rüstungsteil, meine ich. Vielleicht. Ich bin mir sehr unsicher, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, hier war da die Barriere und dahinter direkt das Rüstungsteil oder so. Ui. Hey, erstmal krass runterjumpen. Okay. Das war ja überaus spannend. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Da war ja noch ein Weg nach unten. Vielleicht habe ich da irgendwas verkackt oder so. Uns fehlt halt nur noch ein Rüstungsteil. Wahrscheinlich die Beine oder so. Ja, hier war ich auch noch nicht. Also jetzt gerade jedenfalls. Hier ist auf jeden Fall eine Büste eingesetzt. Und so sind wir auch hier weitergekommen. Ja, Alter, als ob ich die Scheiße nicht schon mitgenommen habe. Ich war hier auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch... Ja, guck mal, hier ist dieser Schimmer. Von wegen, ey, hier ist was Wichtiges. Das war bei anderen Rüstungsteilen auch so. Das heißt, die Mitte haben wir. Okay, das ist schon mal eine wertvolle Information. Das heißt, irgendwo oben links ist dann das andere Rüstungsteil. Aber Leute,
ich würde erstmal sagen, das hast du heute von Riesen 1 sich erwartet. Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann. Ciao.